Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Teil 9 von Lollipop Chainsaw. Wir haben gerade das Level beendet und nun geht's ins Neue. So, Endboss oder besser gesagt Zwischenboss besiegt. Und nun geht's mit dem Vater in Richtung, sieht komisch aus, Spielladen oder Spielothek, irgendwie so. Man wird es gleich sehen. Wir haben ja den Vater getroffen im letzten Video. Ziemlich zum Schluss. Und mit dem werden wir schätzungsweise jetzt eine Spritztour machen. Wohin? Keine Ahnung. Ja, der Ladebalken nervt. Ich weiß. Aber dafür bin ich ja da, mehr oder weniger. So, jetzt geht's los. I'm worried about Rosalind. Hell, that girl knows trouble like apple knows pie. Excuse me. Boy, you be careful now about where you're touching my daughter. Oh, I'm sorry. We gotta be careful. This Rosalind situation, so she don't get hurt. Ich glaube, der Vater kann den Nick nicht leiden, so wie es aussieht. Macht auf jeden Fall mal den ersten Eindruck. You seem like a fine person, but whatever dude Juliet ends up with is gonna be part of the family business. What are you gonna do? Throw magic stars at chupacabras with your tongue? Maybe, Dad. Nick's tongue is very limber. And how do you know that? She doesn't. She doesn't know that at all, sir. She has no idea if my tongue is limber. Böse Papa. We're here. What the hell kind of place is this? It's the Full G Fun Center, Dad. Where all the kids from San Romero hang out. Ja, sieht nach so eine Art Casino aus. Spielothek, irgendwie so. Dies ist nun der Schlachtplan. So wie es aussieht. Juliet, you just made yourself a decoy. Dad, what's wrong? Also eigentlich ganz einfach, rein alle töten, rein und wieder alle töten. Your mom and me got a little something for your special day. Happy birthday, baby. Thanks, Daddy. All right, I'm off. Good luck, sir. You're gonna do awesome, I'm sure of it. Stop sucking up, son. And don't think I forgot that tongue. Who's a papa? You best watch what you do with my little girl when you're hiding in the shadows. Yes, sir. Okay, sir. Der Nick hat die Hosen voll. Ui. I think he really liked you. Kann ich auch. Alright. Was ist mit dem Geschenk? Hast du gar nicht ausgepackt? Ah, jetzt ja. Eine Insel. Oh, I'm so touched. My mom and dad knew exactly what I wanted. Ein Motorradhelm für den Nick Shoot. Okay, das testen wir nachher mal aus. Zombies am Zocken. Die sieht scheiße aus. Look at the zombie geek zombieing out, killing zombies in video games. If we kill them, it'll be totally meta. Schluss mit Zocken hier. Scheiße. Doppelscheiße. New game's out today. We better help this dude before his game is over. Oh, I'll go all waiting mature on their asses. Der muss auch mit drin einspringen. Jawohl, ein Dreier. Der, also diesen hartnäckig hier da.
Schwarzen mit der scheiß Gitarre. Metal up your ass. Einer von drei. Naja, schauen wir mal. Da müsste Kohle rauskommen. Jawohl. Noch ein Automat. Nee. Nee. Die spucken kein Geld aus. Munition. Gucken wir mal dahinter drin noch. Und ein Lollipop. 25. Ich glaube, das sind die Bombo-Barbierle, wo man sammeln muss. Von den verschiedenen Lollis, denke ich. Das war eine Scheiße, ja. So ein Dreck, das ist ja wie Pac-Man hier. Bloß ich bin's Futter, in dem Fall die Kirschen und sowas. So ein Dreck. Sammeln Sie die Sterne ein, die Schlüssel, okay. Ich denke mal, ich muss den Viecher aus dem Weg gehen. Ja, super. That dude would be scarier if he wasn't wearing a fez. Ich denke, die dürfen mich nicht von vorne sehen. Von hinten wird kein Problem sein. Sort of sensitive. Oh, yes, Nick. My face is stuck in your butt. Can you move it a little? Oh. Oh, das war jetzt, glaub, knappig. Mich fast. Oh. Ah, wah. Schnell weg, schnell weg. Na, Gott sei Dank, okay. Aber ich habe alle Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch da hochkommen. Das kriegt man auch noch hin. Ja, ist keine Sau da. Oder, jawohl. Next level. Ich hoffe, naja, ich denke mal, es wird öfters kommen, sowas. So eine kleine Minispiele praktisch. Also die sind echt hartnäckig da. Schon anders wie die bei der Farm hier. Der dahinter ist dubbelig. So. Da wuselt irgendwo noch einer rum. Ah. Alles einsammeln, was geht. Man muss ja schließlich Fähigkeiten verbessern und erlernen, und das kostet alles Kohle.
tun wir gleich mal den Kopf da drauf setzen. Cheerleader. Oh. Scheiß Knöpfe. Druckerei hier. Einmal habe ich versaut. You gonna fuck a zombie? No, gross. Bring them the funk. Oh, I'm sorry. Komme zu dir gefliegt. I'm really sorry. Finger weg von der Tussi. Mein Opfer. Thanks, Juliet. Totally gonna friend request you tonight. So, das müssten eigentlich die letzten zwei gewesen sein. Drei waren es ja. Ja. Dies passt doch. Also der Schluss sieht ganz schön sexy aus. Kann sich sehen lassen. Können sich unsere Frauen eine Scheibe davon abschneiden. Das darf ich meiner nicht sagen, sonst gibt es Ärger. So, da ist gleich wieder ein PC. Schon wieder ein Minispiel, schätzungsweise. Jawohl. Okay, Fahrstuhl nach oben. Oh, scheiße, Dreck. Dreck so schießt. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Geht's nicht. Ach, der kriegt das Fresse voll. Jetzt. Jawohl. Also die Polizisten, die sind echt, hab ich. Wenn die schießen, ist echt brutal. Schweineigel echt. Oh. Scheiße. Weg hier. Kriegt ihr Fresse voll. Jetzt kriegt ihr Fresse voll. Jawohl. Strike. Oh, ein Sechser. Genial. Das war cool, das war klasse. Guess I'm into some side scrolling from time to time. Nick, now isn't the time to be talking dirty. So. Bisschen Scheißspielerei hier. Ah, okay. Da war jetzt im Fahrstuhl praktisch die Tür. Ah, das kennen wir ja hier. Und zack, alle Köpfe ab. Eigentlich idiotensicher mit dem Rätsel hier oder besser gesagt mit dem Minispiel. Your butt never looks ginormous, Juliet. Ha, so ist der Weg frei. Praktisch, theoretisch. Gehen wir noch eine Etage höher. Ah, fuck.
Das war jetzt scheiße knapp mit dem scheiß Polizisten. Boah, ich bin fast tot schon wieder. Mann. Das war jetzt knapp. Finale! Oh, scheiße. Heile Zack. Okay. Puh. Ich habe jetzt gerade schon um meinen Sieg gebankt. Aber hat ja gut, ganz gut geklappt eigentlich. So. Hey, Table Dance Bar. Oh, oh, schnell in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Jetzt. Yes. Ich hoffe, das macht sie bei uns in den Bars nicht. Die Frauen ja, aber nicht mit der Mordersäge in der Hand. Das ist ja. So, Texas Chainsaw Massacre. Ja. Aber da kommen immer mehr. Wie das aussieht, kommt die immer nach und nach auf die Bühne gesprungen hier. Da habe ich schon wieder so eine Sau gesehen mit einer Gitarre, die ist ein bisschen hartnäckig. Ja, ich bin schon gleich wieder tot, ich muss echt aufpassen. Molotov Cocktail. Oh, ein dicker Vetter mit dem Ghetto Blaster. Ah, okay. Weg hier. Oh. So wie es aussieht, schon das neue Minispiel. Dreck. Wie ich das hasse. Muss jetzt da wieder für einen Scheiß machen. Aha. Barrikaden aufgebaut. Ah, okay. Und die Männchen zählen praktisch als eine so eine Hürde, würde ich jetzt mal sagen. Das ist mal vom Haus hier. Kann den niedermachen. Ah, der Schatten eigentlich, der scheißblaue jetzt. Ja, genau, so wie vermutet, so ein blauer zählt praktisch als so ein Balken. Oh, oh. Die scheiß weiße Dinger muss ich aufpassen. Oh, das war jetzt knappig. Da haben wir noch einen so einen blauen. Ja, super, leckt mir am Arsch. Jawohl. Ja, genau, jetzt müsste es frei sein. Das war jetzt einfach. Das war okay. Der Lollipop muss man von hinten rein. So. Und mal wieder der berühmte Ladebalken.
Hubschrapp. Was macht der? Okay, Zombies runterschmeißen. Lava. Habe ich schon erwähnt, dass die mit der Gitarre mir auf die Eier gehen? Das war klar. Ey. So. Mann. Gut. Scheiß die Wand an. Wieder einer. Nee, nicht ins Kinder. Mann. So. Weiter geht's. Ah, scheiße. Weiter geht's. Kacke. Ghetto Blaster Typ. Den muss man immer zuerst niedermachen, den Ghetto Blaster Typ. Wach. Das war schon wieder meine berühmte Falschknopfdruckerei. So. So, Schluss mit lustig hier. Einer noch. Schraub. Oh, okay, abschießen, knallen. Ja. Leck mich doch am Arsch. So eine Scheiße. Oh Mann. Könnt kotzen. Ja, das ist. Dann muss klar. Okay, das war jetzt auch wieder kurz vor knapp. Ja gut, aber der Speicherpunkt gerade eben war relativ gut. So kurz vor dem Hubschrauber, das war okay. Wenn wir jetzt wieder von weiter hinten anfangen hätten müssen, das wäre wieder blöd gewesen, aber war ganz gut. Ah, schon wieder ein Automat. Alles klar. Bevor wir da jetzt gleich reingehen, denke ich, machen wir mal einen Cut und zeigen es in Level, besser gesagt im 10. Let's Play. Also gut, dann bis nachher.